Hallo und herzlich willkommen zurück zu Distant Worlds 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, mal zurück zu unserem, erstmal richtigen Ansichtswinkel, zurück zu unserer Heimatwelt Neuterra. Da ist sie schon. Die Pause ist deaktiviert und wir erforschen ja gerade die stabilen Warpfelder. Ich muss da, glaube ich, nochmal ein bisschen was zu sagen. Ich habe ja in der letzten... Moment, ein Geschenk für die Vurian, für die Sikoran auf die Vurian 3 ist halt die Welt. Ich finde das irgendwie schwierig, dass man hier die Welt angibt und nicht den Namen. Frage ist, wollen wir da jetzt ein Geschenk machen? Ich würde sagen, im Moment nein. Also. Erstmal, die Travel Line State Chips sind aus. Das ist alles okay. So. In der letzten Folge hatten wir das Problem mit der Entfernung hier erkannt und dass wir momentan, ich wähle jetzt mal eins unserer Exploration Schiffe aus, dass wir hier nicht wirklich rüberkommen, weil das hier ist die maximale Treibstoffmenge. So viel können wir halt mit maximalem Fuel erreichen von da aus. Und das ist natürlich... Hier übrigens, hier ist noch ein zweiter Ring. So viel können wir momentan erreichen. Weil wir haben hier nur noch 200 von 300. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. Seht ihr, jetzt bin ich nämlich irritiert, weil eigentlich gibt es diesen Ring, der die maximale Reichweite darstellt. Und dann noch den kleinen, der den aktuellen Sprit anzeigt. Ich glaube, der zeigt 50% des Sprits an. Das heißt, wenn wir hier hinfliegen, ist 50% des Sprits um. Aber das wären ja dann, ja, das könnte aber hinkommen. Nee, von 238 auf 250 so ein Stück und dann nochmal 150 für so ein Stück. Eieieiei, Leute, da muss ich euch ehrlich gesagt gestehen, dass ich das nicht genau weiß. Fakt ist aber, dass unsere Schiffe, ne, auch die Konstruktionsschiffe, die wir haben, hier, Moment mal. Hä? So, habe ich da irgendwas verpasst? Wir haben das doch gar nicht erforscht, noch nicht. Wieso sind die Kreise jetzt, wieso gehen die bis jetzt hier rüber? Jetzt bin ich völlig irritiert. Oh mein Gott, oh Leute. Oh. Diese Galaxie ist so groß. Hier, Azirre. Ich bin ja so ein Schlaufuchs. Unsere Schiffe kommen nicht nach Azirre, wo unsere Ghost Fleet Base ist. Oh mein Gott, ich bin erst 3 Minuten drin. Ich überlege gerade, ob ich neu anfangen soll. Ach komm, ich lasse es jetzt drin. Sowas muss auch sein. Also. Gegenstände entdeckt bei Azirre 4. So, also. Wir kommen momentan nicht rüber nach Azirre, weil uns der moderne, der bessere Warp-Antrieb fehlt. Wir haben ja nur den Basic und wir erforschen jetzt quasi so den ersten, wo es dann stabile Warpfelder gibt. Und dann müssen die Schiffe umgerüstet werden. So, jetzt wird hier vorgeschlagen übrigens, eine Mining Station 4 bei Durok zu bauen mit dem Silicon, auf Deutsch Silizium. Wunderbar, das machen wir natürlich. Ich hätte gedacht, dass wir eigentlich das manuell schon gemacht haben, aber wahrscheinlich hat das Schiff sich wieder zurückgesetzt aus irgendeinem Grund. Wie auch immer. So, dann noch eine Mining Station 4. Ja, okay, einverstanden. Mit dem neuen Warp Field, werdet ihr sehen, wird sich die Reichweite hier massiv erhöhen. Und dann werden wir viele Systeme erreichen, die wir jetzt nicht erreichen. Und dann wird es, denke ich mal, spannend. So, meine Güte, Leute, also da hinten, ne? Ich dachte schon, ob ich vielleicht ein bisschen bescheuert bin, weil wieso erreichen wir das jetzt? Oh Mann. Nun ja, machen wir das mal wieder aus. Dann ist ein Update gewesen und darüber würde ich auch gerne kurz sprechen. Das hat nämlich dafür gesorgt, dass Asteroiden jetzt viel schneller erkundet werden. Und ich glaube, das sieht man daran, dass die Erkundungsschiffe, die wir hier in der letzten Folge, am Ende der Folge noch alle stehen hatten, die sind inzwischen alle weitergezogen bis auf eins und das hat jetzt den letzten Asteroiden erkundet. Also, vorher war es so, dass die Erkundungszeit von Asteroiden und Planeten gleich lang war. Jetzt sind Asteroiden wesentlich schneller zu erkunden. Und das ist natürlich
ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ich muss mal kurz auf Exploration Ships gehen. Troubleship Vectors. So. Ach, die Vektoren werden auch erst beim weiteren Rauszoomen angezeigt. Ja, gut, dann bleibe ich auf State. So. Jetzt fliegt nämlich einer unserer Explorer jetzt zum Beispiel hier hin und da sind dann natürlich auch nochmal viele Asteroiden. Und da werden wir hier mal gleich sehen, wie schnell das geht. Dahin kommt unser Schiff. Ich markiere das, damit es besser sichtbar ist. Es ist, warum sind die Icons wieder so klein? Hatte ich die nicht vergrößert? Ach ja, das Update hat die Einstellung zurückgesetzt. Ja, Leute, dann pausiere ich mal kurz, gehe noch mal kurz in die... Genau, ich habe auch wieder das Orangene jetzt hier. Obwohl, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Genau, ich hatte nur auf Large gesetzt und... Wo sind die... Nee, die habe ich doch auf 1,2 schon. Ich bleib mal bei der Standardfarbe jetzt. Ich find's ehrlich gesagt ganz hübsch. Ach, Leute, irgendwie bin ich gerade durcheinander. Icon kommt mir halt so klein vor. Aber wir sind jetzt gerade auch auf System-Zoom-Level. Da ist das schon okay, wenn wir jetzt mal reingehen, so. Ja, dann ist es okay. Also, auf System-Level ist es okay von der Größe. Wenn man reingeht, ja, komm, wir lassen das so. So, jetzt werden wir feststellen, ich gehe mal auf zweifache Geschwindigkeit, dass das Scannen hier deutlich schneller geworden ist. So, was für Schiffe wollen denn gebaut werden? 3 Fuel Tanker. Bin ich mit einverstanden. Werden wir mit Sicherheit auch bald brauchen. Ich glaube, wir haben schon 2, ne? Mal schauen. Schiffe. Dangerous. Da, Fuel Tanker. Ja, wir haben 3. Stehen alle ohne Mission rum. Nein, das sind die 3, die wir jetzt erst bauen. Wir haben doch gar keine. Gut. Wir haben noch keine. So, jetzt das Scannen. Schau mal, 5, 4, 3, 2, 1. Ne, nicht 90 Sekunden oder so. Rucki zucki ist hier so ein Ding. Wo will er denn jetzt hin? Ach, der muss refuelen. Ja, eigentlich müsste er das noch nicht, wenn er mich fragt. Aber gut, wenn er refuelen will, dann lassen wir ihn refuelen. Hier geht auf jeden Fall jetzt einiges, weil die Station jetzt gebaut wird. Beziehungsweise, wo wird denn die Station gebaut? Wo ist es denn? So, und ich meine, doch, da Dorok 6. Da ist es. Ah, ist gerade reingewarpt. Okay. Ah, die Forschung ist fertig. Stable Research Field. So, jetzt müssen wir gleich mal was machen. Also, der baut jetzt die Mining Station. Das ist schon mal toll. Jetzt gehen wir auf die Exploration Schiffe. Und ja, wir haben sie fast alle in der Liste. Kriegen sie nicht alle angezeigt, aber egal. Wir müssen jetzt mal schauen. Eins wird gleich refitten. Das will ich sehen. Das erste, was refittet. Das heißt, sich ein neues Design holt. Geh mal auf vierfache Geschwindigkeit. Alle noch auf Survey. Refuel. Ich könnte mir vorstellen, dass der gerade zum Refuel fliegt, dass der auch einen Refit macht danach. Also sind halt gerade alle unterwegs. Das ist das Ding. Halt, stopp, jetzt passiert gerade viel. So, Mining Station 4 bei Azir. Ja, können wir machen. Ach, dieses Geschenk. Nein. Neuer Tanker fertig. Noch eine Mining Station. Einverstanden. So. Survey. Noch keins, das sich aktualisiert. Naja, ich zeige euch auf jeden Fall schon mal eine Sache. Ja, ich brauche erst ein aktualisiertes Schiff. Sind alle noch hier. Wir brauchen erst ein modernes Schiff. Vorher wird das nichts. Retrofit. So, Last Shroud. Der retrofittet sich jetzt. Den verfolgen wir mal kurz. So.
Der kriegt jetzt als erstes Schiff ein neues Design. Beziehungsweise... wieso hat er jetzt kein neues Design bekommen? Doch, hat er. Er ist jetzt ein EX6. Okay, und jetzt gehen wir raus. Und jetzt schaut mal die neue Reichweite an. Ihr wundert euch schon, wo ist der Kreis, der vorher bis hier ging. So. Von einem Kreis, der diese beiden Gebiete beinhaltet, sind wir jetzt hier unterwegs. Azire ist in Reichweite. Überhaupt kein Problem mehr. Wir können also nun alle diese Systeme erkunden, zumindest die, die hier in diesem Bereich liegen. Und das ist doch eine tolle Sache. So, neuer Fuel Tanker fertig, eine Mining Station 4 soll gebaut werden, machen wir. Noch eine Mining Station bei Azire übrigens jetzt, kommt nämlich was Interessantes. Unsere Konstruktionsschiffe, von denen vielleicht auch schon einige aktualisiert sind. Wir gucken gleich mal. So, welches Design haben die? CST 7 und 6. Das hier ist ein altes, das hier ist schon ein neueres Design. So, das 6er hat diesen Kreis hier. Die 7er können sich deutlich weiter bewegen. Und deswegen fliegen jetzt auch einige, dieser hier zum Beispiel, nach Azire 3, um da eine Mining Station zu bauen. So, jetzt ist plötzlich auf einen Schlag Azire nicht mehr so schlecht. Jetzt können wir hier mit unseren Sachen auch arbeiten. Wieso hängt sich das Spiel gerade auf? Ah ne, so, alles klar. Hier sind auch schon wieder neue Schiffe, interessanterweise. Hat die Privatwirtschaft hier schon wieder Frachter gebaut? Ja komm, ist dann halt so. Ne? Ist jetzt aber auch egal. Wir werden jetzt durch die Handelsschiffe, die auch weitere Reichweite haben, die gehen sich ja alle retrofitten. Die rüsten sich alle nach. Werden hier Ressourcen ankommen, dann können wir hier Schiffe bauen und so. Jetzt ist Azire quasi interessant für uns geworden auch. So. Aber wir haben leider noch keine Kolonie. Das steht immer noch aus. Aber hier, da seht ihr, ne? Die Schiffe sind unterwegs. Es wird gearbeitet. Wunderschön. Und das, was früher ewig gedauert hat, hier im System herzufliegen, man sieht, die Schiffe sind jetzt einfach schneller unterwegs und trotzdem ist das noch eine super lange Distanz. Jetzt stellt euch mal vor, du hast hier irgendwie so ein Sternenreich und plötzlich siehst du Vektoren von fremden Schiffen, die hier auf deine Heimatsysteme zukommen und du musst deine Flotten dann von hier nach da verschieben und alles. Und oh mein Gott, das ist so krass, was da alles passiert. So, 37.000, ja komm, jetzt... Jetzt gibt ihnen halt das blöde Geschenk. Da bauen wir noch eine Mining Station. Die haben das Geschenk angenommen. Ach, und sie geben uns direkt auch ein Angebot? Ah. Wir sollen ihnen vorschlagen, ein Limited Trade Agreement. Das muss ich kurz zeigen. Es gibt nämlich unterschiedliche, ja, ihr seht das schon, unterschiedliche Verträge. Wir haben momentan, was haben wir denn momentan? Independent. Wir haben momentan nix. Wir haben nix. Wir können jetzt ein Limited Trade Agreement machen. Es gibt noch Free Trade, Limited Trade, Restricted Trade. Ich glaube, die mögen uns doch gar nicht genug. Wieso sollten wir denen das anbieten? What do you think? Nee, sie sind gar nicht interessiert. Schönen Dank für den Vorschlag. Ja, die nächste Forschung ist fertig. Research Labs. So, Research Labs. Okay, das müssen wir uns gleich auch anschauen. Na, das machen wir direkt. Research Labs. Wo haben wir die bekommen? Wo haben wir die bekommen? Da, Research Labs. Die können auf Schiffen gebaut werden. Wenn ich das richtig sehe. Weil die brauchen Crew. Also ist das eine Schiffskomponente. Interessanterweise, hier gibt es später eine Science Academy, die man bauen kann. Davon kann nur eine pro Imperium gebaut werden. Das ist halt eine planetare Einrichtung, ganz klar. Coordinated Control und Command Center.
Das braucht auch Crew. Basic Command Center. Ja, das sind die Module für die Schiffe alle. Oh, schau mal, hier fliegt aber einer ganz weit raus. Das sieht gerade so aus. Nee, Moment, die Fuel-Grenze verschiebt sich gerade. Das ist einer unserer Explorer. Die Cheerful Force, die hier nach Bistini 1 fliegt. Wir sehen hier schon, die fliegt nach Bistini 1 Spaceport, aber wir wissen über das System ansonsten gar nichts. Das liegt daran, als wir hier das Spaceport, diesen hier, als wir den gebaut haben, als wir den für uns beansprucht haben, haben wir hier ja Informationen über einen weiteren Spaceport gefunden. Und wir wussten aber nicht, oder ja, wir hatten halt nicht genug Informationen. Jetzt können wir da hin und wissen, dass das eben dieser hier ist, wo gerade dieses Schiff hinfliegt. Deswegen haben wir hier auch schon die ganze Zeit diese Markierung von dieser Aufgabe. Ja, der fliegt da jetzt hin und erkundet das. Ich finde die Verschiebung der Ringe gerade interessant. Was ist denn jetzt los? Okay, also, falls einer von euch auch nur einen Ansatz von Plan hat, warum diese Ringe sich jetzt vertauscht haben und was die dann jetzt vielleicht doch genau bedeuten, ey, dann bitte echt her damit, ich bin gerade ratlos. So, wir bauen diese Mining Station, wir bauen auch ein Escort-Schiff und wir bauen auch noch eine Mining Station, wir bauen alles. Das ist ja schließlich unsere Wirtschaft, wir brauchen die Ressourcen, um unsere Wirtschaft zu, ja, anzutreiben. Ach, wir machen Zwischenhalt. Schaut mal, der hat hier angehalten in Escalum und fliegt jetzt das nächste Stück. Aha. Schau mal, wie dieser Ring immer kleiner wird. Und wir haben offensichtlich noch jemanden entdeckt. Ah, hier. Die Tangrini flieht. Ich glaube, dass die hier drin sind, weil hier ist das Gefahrensymbol. Tangrini Protection, ja, von mir aus. Escort-Schiff ist fertig. Ja, das sind die gleichen, das habe ich ja schon gemacht, so. Boah, 107%. 125% Mebner. Das sind ja wahnsinnig gute Quellen. Auf jeden Fall eine Mining Station bauen. Ja, wir können hier mal kurz reinschauen. Hier gab es halt irgendwo eine Gefahr. Ich meine, ich hätte sie... Nee. Hier muss sie wohl irgendwo sein. Ich sehe aber nichts. Irgendwas in diesem System ist auf jeden Fall gefährlich und ich vermute, dass das die Piraten sind. Und jetzt geht's halt weiter hier. Der läuft halt leer. Das macht halt momentan für mich keinen Sinn. Da musst du ja mit einem Refuel-Schiff dann hinfliegen. So, jetzt kommt der meines Erachtens nicht mal mehr zurück hierhin. Das heißt, der fliegt dahin und dann ist der gestrandet. Escort. Okay. Eine sehr merkwürdige Entscheidung, wenn ihr mich fragt. So, jetzt sind wir gleich da. Da ist die Station. Da ist er. Ebenfalls ein kaputter Spaceport, den wir möglicherweise reparieren können. Jede Menge Trümmer drumherum. Computerkern, Hüllensektion, Cargo-Container. Hier ist ordentlich was los. So. Ich gebe denen doch jetzt nicht noch ein Geschenk, also ganz ehrlich. Als hätte ich hier das Geld zu verschenken. Neue Ressourcen. Lorusfrucht. Extrem selten süße, pinke Frucht. Okay. Kontakt verloren. Oh, Moment.
Oh, wir haben den Kontakt mit einem unserer Schiffe im Bistini-System verloren. Gerade bevor wir den Kontakt verloren haben, haben wir noch eine Nachricht erhalten, dass sie eine sehr alien, also sehr außerirdisch aussehende Basis entdeckt haben und sie untersuchen wollten. Es gab eine zerstückelte Übertragung mit den Wörtern must obey, muss gehorchen, die sich immer wieder wiederholte. Wir sollten das auf jeden Fall untersuchen, aber wir sollten vorsichtig sein, wenn wir uns dieser Lokation nähern. Oh ja, okay. Immerhin ist so die Frage der Rückkehr geklärt. Das Schiff kann natürlich nicht zurückkommen. Oh, da fliegt ja direkt noch ein Schiff hin. Wer will denn jetzt dahin? Was ist denn hier los? Auch wieder über dieses System, das sieht man. Wer ist denn bitte gerade so wahnsinnig? Noch ein Navigator, noch ein Exploration-Schiff, ernsthaft? Oh! Wir haben eine Plage auf Neuterra. Eine merkwürdige Plage ist in unserer Kolonie Neuterra ausgebrochen. Anders als alle Plagen, die wir zuvor gesehen haben. Die Infizierten scheinen ja, so eine Art betäubt zu sein und richten ihre ganze Aufmerksamkeit darauf, den Virus zu anderen Opfern zu verteilen. Wow, wir vermuten, dass die Plage irgendwie in Verbindung steht mit dem Verschwinden unseres Schiffes, als sie die verlassene Alien Base erkundet haben. Ernsthaft, das ist doch viel. Das ist doch da hinten gewesen. Wie soll das denn hier mein System beeinflussen? Oh. Also, wir haben ein neues Research-Projekt. Hier entdecken wir gerade was. In unserem Tech-Tree. Mysteriöse Plage. Wir sollten mehr Forschungsanstrengungen unternehmen, um eine Heilung zu finden. Pause. Wir sollten. Das ist ja wohl, steht ja wohl völlig außer Frage. Mysterious Plague. 5 Jahre. Crash Research kostet jetzt 40.000. Müssen wir aber machen. Dann dauert es immerhin nur noch 2,79 Jahre. Okay, wir sehen hier schon, was es ist. Ah, ist ein bisschen schade. Das ist, wieso wird es erst schön angezeigt und dann wird es so hässlich? Was soll das denn? Okay. Plage. Heilung für die Plage. Shakturi Psionic Virus. So. Die Shakturi sind in der Lore von Distant Universe die überhaupt erst zu dieser ganzen Zersplitterung der Rassen geführt hat. Ne, dass wir eben nichts mehr über unseren Ursprung wissen und dergleichen. Das und auch dieser ganze Krieg, der hier vorhergelaufen ist. Das sind die Shakturi gewesen. Und auf dieser Basis ist offensichtlich ein Virus in unser Kommunikationsnetz gelangt und da wir die Übertragung empfangen haben, auch wenn sie zerstückelt war, hat sich jetzt das Virus auf unsere Heimatwelt ausgebreitet. Übel! Wir haben ein Item gefunden bei Ipsenada. So wie unsere unsere Exploration-Schiffe sind nun massiv am Erkunden. Ihr seht das ja. Also hier findet jetzt schon reger Verkehr statt zwischen Azira und Durok. Und hier sehen wir überall auch unsere Erkunderschiffe. Ich mache das mal kurz so. Dann wird es ein bisschen klarer. Unsere Erkundungsschiffe sind jetzt hervorgehoben. Und die machen richtig Raum und entdecken alle möglichen Dinge. Dass der jetzt hier nochmal rausfliegt, ich glaube, es hat vielleicht was dann mit diesem Hauptgeschichtsstrang zu tun. Ich lasse das mal geschehen, zumal der Neubau eines Schiffs im Grunde sehr günstig ist. Wir können das ja mal kurz machen hier. Build Order, so ein Exploration Ship kostet 2.900, ne? Also müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
Das können wir uns wohl leisten. Es wurde bereits auch schon gefragt und ich bin da eine Antwort schuldig geblieben bisher, weil ich selbst nicht so genau weiß. Der Cashflow ist ja momentan immer negativ. Das Problem ist ja aber, wir haben hier irgendwo so ein Bonuseinkommen. Und ja, hier sind die, oder anders, hier sind unsere Einnahmen und das ist sehr wenig. Hier sind unsere Ausgaben und hier sind Bonuseinnahmen durch Schiffsbau, Treibstoffverkäufe und Handelsboni. Und die gehen wiederum rauf und deswegen haben wir hier halt einen Geldzuwachs. Ja, so muss man das, glaube ich, verstehen. Die Base bauen wir. Jetzt kriegen wir einen Auftrag oder einen Vorschlag, einen Auftrag zu erteilen für die Reparatur dieses Spaceports. Ich mach den Spaß mal mit. So, bei Fuselu 1 soll eine Mining Station gebaut werden. So, schauen wir erstmal unsere Reichsgrenze. Hat sich natürlich sehr schön ausgedehnt. Und Fuselu gehört jetzt ebenfalls auch dazu. Und jetzt soll bei Fuselu 1 eine Mining Station gebaut werden, weil hier ein paar schöne Dinge sind. Zum Beispiel halt eben diese phyraxianischen Feuersteine, Emeros-Kristalle und Podantia-Roots, also Wurzeln. Grundsätzlich, ja, wir brauchen das und ich erkläre auch eben warum. Also wir sagen das erstmal zu, die Schiffe fliegen hin und her und machen den Handel für uns, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Unsere Aufgabe ist es dann halt, diese Routen zu schützen, sollte da was passieren. Aber ich muss euch zeigen, und zwar bei unserer Kolonie Neuterra, wir haben immer noch nur eine. Das ist auch, das hatte ich auch noch nicht. Komm, er nimmt dies geschenkt und bitte belästigt mich nicht mehr. So, ja, sie bedanken sich. Wir finden es toll. Sonst schalte ich das aus, dass das vorgeschlagen wird. So, jetzt nochmal Free Trade machen. Offer, ich mache das jetzt direkt. Und sie haben es angenommen. So, jetzt haben wir ein freies Handelsabkommen mit denen. Das heißt, unsere Handelseinnahmen werden sich noch verbessern. So, jetzt aber zur Kolonie. Wir haben hier das Development. Wir müssen wissen, dass von der Bevölkerung oder dass Development setzt sich immer zusammen aus Bevölkerung, irgendwelche Gegenstände und Ressourcen. Und wir haben hier 43% von Population. Wir können nie mehr als 50% von Development von der Bevölkerung bekommen. Um hier höhere Werte zu erreichen als 50%, müssen immer entweder andere Items zugegen sein, hier diese Facility in dem Fall. Da ist nämlich Colony Development noch dabei, plus 9%. Und Ressourcen. Und die Ressourcen müssen zur Verfügung stehen. Wir haben hier Ressourcen. Hier ist zum Beispiel plus 4 Colony Development, plus 3. Also das sind schon mal 5. So, 5. Okay, also plus 5. Und dann sehen wir aber, dass wir eigentlich plus 17 oder plus 18 jetzt inzwischen haben. Und das sind andere Ressourcen, die wir einführen, die eben beitragen zu unseren, zur Entwicklung unserer Kolonien. Und das ist, wie gesagt, wichtig, weil umso weiter die entwickelt sind, umso mehr Steuern und sowas alles bekommen wir und so weiter und so fort. So, kurz zeigen. Ressourcen. Und es gibt dann halt hier... Luxury. So, plus 11, plus 7, plus 8. Und die haben wir bald. Und wenn die hier verfügbar werden auf diesem Planeten, dann werden die halt eben auch nochmal reingerechnet, ne? Und das ist das. Darum kriegen wir da, oder darum ist es sinnvoll, diese Ressourcen auch im Imperium zu haben. Okay, Leute, das soll mir für diese Folge mal reichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Mit dieser Ansicht verabschiede ich mich mal, unser expandierendes Reich. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.